أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين. Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, Erbarmer, fange ich an. Alles Lob gehört Allah, der Herr der Welten. Friede und Freude und Gnade auf Propheten Mohammed und seiner Familie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei mit euch, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern. Herzlich willkommen in Ibn Rushd Goethe Moschee. Heute Freitagsgebet ist über Freude. Wir haben in den letzten Wochen auch so verschiedene Themen so behandelt, und ich habe einen Rückblick über die letzten paar Wochen. Die Schlagzeilen, die letzten paar Wochen, sind: islamistischer Terrorismus. In Paris, Schüler enthauptet seinen Lehrer auf die offene Straße. Messerangriff in Nizza. Attentat in Wien mit 4 Toten. So schrecklich. Corona-Krise. Gewaltsame Proteste in Spanien und Italien. Querdenker demonstrieren in Leipzig. Corona-Gipfel. Lockdown-Light. Ander Thema. USA-Wahl. Die Welt hält den Atem an. Ist eine große Zitterpartie. Joe Biden gewinnt. Trump klagt. Was nun? Ist letzte Zeit auch so viele Themen, und leider ist es immer so deprimierend. Wo gibt es Optimismus? Wo ist die Freude? Dann habe ich mein Thema heute über Freude. Freude, Definition nach Duden, ist hochgestimmte Gemütslage oder etwas oder was man vor sich freut. Synonyme für Freude, das ist auch so verschiedene Formen von Freude. Das ist auch so, ist eine Begeisterung, Begehren, Behagen, Belustigung, Fröhlichkeit, Glück, Glückseligkeit, Heiterkeit, Lust, Seligkeit, Wohlgefallen, Genuss, Spaß und Vergnügung. Es gibt so viele Sachen, die im Welt auch so Spaß oder Freude macht. Wir unterschätzen oft die Rolle der angenehmen Gefühle, aber sie machen uns wirklich so stärker, und sie machen uns nicht nur zufrieden oder glücklich, sondern sie bestärkt uns auf Kreativität, Intelligenz und soziale Bindung. Freude empfinden wir, wenn wir uns im vertrauten Raum Sicherheit und Geborgenheit fühlen. Freude bewirkt auf Aktivierung des Geistes. Freude macht spielerisch. Wir probieren was und wir erfinden was und wir finden was raus. Freude erhöht die soziale Akzeptanz in der Gesellschaft. Und ein sehr schönes Sprichwort, deutsches Sprichwort: geteilte Freude ist doppelte Freude. Dann habe ich ein bisschen Rückblick über Internet. Internet gibt so viele verschiedene Seiten und viele verschiedene Formen, aber ich habe einen Blick über Webseite, die heißt Der Islam, Frage und Antwort. Die wurde herausgegeben von einem Mann, heißt Mohammed Saleh Al-Munjid. Und es gibt so Fragen und Antworten. Ich gebe nur ein Beispiel auf Fragen und Antworten, es gibt so viele. Mit nur eine kleine Bemerkung: die Seite Der Islam, Frage und Antwort ist auch auf Deutsch, aber die deutsche Seite ist komplett anders als die arabische Seite. Gut, die Frage ist:
Mein Lieblingshobby ist Lesen emotionaler internationaler Romane, die manchmal eine intime Szene zwischen dem Held und die Heldin. Beachten Sie, dass ich viel bete, dass ich verschleiert bin und dass ich gottesfürchtig bin. Nochmal, ich habe nie eine Beziehung zu einem Mann. Aber ich bin ein romantisches Mädchen und ich höre gerne Musik und schaue gerne Filme. Die Antwort? Das Lesen von Romanen oder Romanze ist verboten, haram. Das Hören von Musik ist auch haram. Filme anzuschauen, ins Kino oder im Fernsehen, haram, verboten. Musikinstrumente spielen oder besitzen, haram. Tanzen, auf jeden Fall auch haram. Man geht davon aus, dass zu viele Verbote, was bleibt übrig? Lesen macht Spaß, macht Freude. Singen macht Freude. Tanzen auch. Es gibt so viele Sachen, die das, die Welt einfacher macht und Spaß macht. Spaß ist auch kein Widerspruch zu Gott oder zu Islam. Ich habe ein Buch auch so ein bisschen recherchiert, so Ratgeber über das Vermeiden von Todsünden. Der Autor Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Makki hat über 564 Todsünden erzählt. Ich weiß es nicht, wo hat er das erfunden, aber so viel hatte ich nie gedacht. Salafismus, Fundamentalismus und Radikalen haben auch gemeinsame Linie. Sie wollen weniger Spaß verbreiten, sie wollen weniger Freude verbreiten. Sie verbieten Menschen, Freude zu sein. Und das ist auch so eine Machtoption über die Menschen. Ich werde auch eine Verse aus dem Koran rezitieren. Bismillah. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Was nutzt Gott euer Leid, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Und Allah ist alldenkend, allwissend. In Wirklichkeit will Gott uns das Beste für uns. Er will uns glücklich sein. Er will kein Leid, kein Schmerzen. Aber es ist manchmal schwierig für manche. Ich habe versucht, ein bisschen meine Gedanken über was ist Freude oder was macht Freude. Freude ist zu glauben, dass mit deiner Freundlichkeit alle schwierigen Sachen ändern kann oder sogar sich selbst. Freude ist, nicht müde zu werden, die Sterne zu zählen. Freude ist, nicht scheuen, Blödsinn zu machen, wie laut singen oder lachen ohne Grenzen. Oder auch in die Öffentlichkeit zu tanzen. Freude ist, ein Lächeln auf dein Gesicht zu ziehen. Freude ist, die Falten zu berühren, die in jedem Fall in meinem Gesicht eindringen, ohne das Gefühl, dass ich älter werde. Freude ist, spreche mit sich selbst, ohne einsam zu sein. Freude ist, ein Kinderlächeln zu sehen, den Geschmack einen kleinen Schokoriegel. Oder ein heißer Tasse Kaffee mit einem Buch, der mit dir durch die Welt siegelt. Alles um dich herum zu hören und zu hören, dass du das Leben verdient hast. Oh Gott, schenke uns in dieser Zeit Schönes und auch im Jenseits Schönes und bewahre uns vor dem Leid. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Das ist aus Sura 16, Vers 90 und beende ich immer mein Khutba mit diesem Vers. Siehe, Gott gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein, großzügig gegenüber den Mitmenschen und er verbietet alles, was schmachvoll ist, was der Vernunft zuwiderläuft und Gewalttätigkeiten. Er ermahnt euch,
auf das, was ihr bedanken möget. Dankeschön für Ihr Zuhören. Wir beten zusammen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.